Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazugehörigen Video heute am 15. April 2023. Wir beginnen hier im Campo International am Faro 2. Wir fahren hier mal eine Runde. Hier ist früh am Parkplatz immer was los. Hier treffen sich auch die Jeep Safaris. Die besprechen dann mit den Gästen die Runde und dann geht es von hier los. Ja, Wetter unterwegs heute. Alles weitere während der Fahrt. Mikro gut verstaut, Kamera auch fest. Ja, hier treffen sich nicht nur die Jeep-Safaris, nein, hier sind auch die Camper, Wohnmobilbesitzer, dann die. Ja, viele Freunde, die sich auch am Wochenende hier treffen. So, und das sind jetzt keine Jeeps, da ist noch keiner da. Das sind die VIP-Touren in den kleinen Bussen. Aber doch, hier stehen die Jeeps. Hier ist der Jeep. Und weiter geht's. Ja, wir haben jetzt ungefähr 18 Grad. Tiefstwerte waren heute 16 Grad. Höchstwerte werden 28 Grad erwartet. Zu gestern nochmal, es war wieder richtig schön, hat viel Spaß gemacht, unterwegs zu sein, im Faro und nette Gespräche. Wolken-Sonne-Mix im Moment. Wir fahren jetzt parallel zum Golfplatz. Ja, Campo International geradeaus, da fahren wir die nächsten Tage mal die Realität. Da gibt es wieder zwei, drei Mietangebote, habe ich gesehen, zu mieten, zu vermieten, langfristig zu vermieten. Das heißt, da kann man dann auch überwintern. Auch die Fragen kamen gestern und vorgestern auch wieder. Ja, hier geht es auch zum Conde Jackson Park, das ist so Tennis Center. Auch hier gibt es Bushaltestellen. Ja, so sieht es hier aus um 8.53 Uhr. Das Thermometer hier stimmt nicht. Hier ist der Botanische Garten auf der rechten Seite. So, und den Berg nach oben kennt ihr, der Aussichtspunkt Mirador de Maspalomas. Ja, ein Stopp an dieser Stelle. So, hier ist der beste Überblick
über den gesamten Campo International und Campo de Golf. Für die, die es nicht wissen, Campo International ist alles rechts von der Straße, die zum Golfplatz führt. Und links auf der Seite, das hier unten, das ist Campo de Golf. So, ihr seht auch weit in weiter Ferne die Dünen. Jetzt hole ich sie mal ein bisschen ran. Schön der Golfplatz hier davor. So, hier ein paar dunkle Wolken, dunklere Wolken. So, das hier der kleine Überblick. Und jetzt geht es dann auch gleich weiter. Ja, hier ist richtig was los heute Morgen. Ein Bus nach dem anderen kommt hier an. Hier seht ihr, hier kommt der 66er, das war der 30er, dann der 60er nach Telde. Also da, jede Verbindung hier ist möglich. Ihr könnt hier sehr, sehr bequem fast um die ganze Insel fahren. So, aber jetzt fahren wir erstmal dem Meer entgegen. Hier kommt der 52er. Der fährt den ganzen Campo International ab. Hier der 36er. So, und wir fahren jetzt direkt Richtung Don Miguel. Frosch im Hals. Hier vorbei am Tanife. Geradeaus würde es zum Strand gehen, aber wir fahren jetzt hier erstmal nach rechts. Also jetzt da vorne rechts. Hier kann man auch gut Fahrräder mieten und ich sehe alles Elektrobikes, Motorroller, aber ich sehe nie die kleinen. Doch, die stehen auch da drin. Die habe ich jetzt da gesehen. Also was ich nicht empfehlen würde, die kleinen Roller zu mieten. Also ich weiß von einigen Verleihfirmen, die ganz sicher nicht anbieten. Ja, der Sonne entgegen. So sieht es hier aus, früh am Morgen. So früh, hier stehen die ganzen Motorräder und links ist das Büro. Ja, viele von euch kennen die Gegend. Die sind hier schon hunderte Male gelaufen.
Die Belegungszahlen sind auch wieder sehr gut für die kommenden Monate. Und der März, der hat auch die Erwartungen übertroffen, habe ich gelesen. Ja, und heute Mittag geht es vielleicht, ich bin noch nicht ganz sicher, je nach Wetterlage nach Meloneras. Ja, wir fahren jetzt auf das Las Falurs zu. Auch ich habe schon mal erwähnt, da gibt es ein wunderschönes Erdgeschoss-Apartment zu verkaufen. Gibt es auch ein Video davon, wer das sehen möchte, einfach in die Suchleiste eingeben. Zu verkaufen und dann Apartment Las Falurs, könnt ihr euch das Video ansehen. Ja, und hier am Suite Hotel Playa de Ingles vorbei. Hier ganz in der Nähe ist auch der Wochenmarkt, der ja vorübergehend verlegt wurde von San Fernando nach Playa de Ingles. Ja, und diese Straße kennt ihr. San Nicolas, da hatte ich gestern Gäste am Faro, die waren aus dieser Anlage San Nicolas. Ja, und hier ist unser Stopp mit dem Blick dann auf das Wasser. So, für die, die es noch nicht wissen, da vorne ist das Greenfield und direkt davor, da ist dann dieser Wochenmarkt, der verlegte. Ja, ich sehe gerade eine Folie, so eine Schutzfolie beim Suite Hotels. Kann euch jetzt nicht sagen, um was es da geht, vielleicht weiß da jemand was. Ob es da eine Renovierung gibt oder sonst irgendetwas. So, der Hund spurt nicht so, wie das Herrchen möchte. Ja, jetzt wieder der Blick frei. So, hier habt ihr noch richtig gut Platz, hier könnt ihr euch noch herrlich niederlassen und auch ohne die Wellen, ohne Behinderung der Wellen schön schwimmen hier.
Ja, der schöne Ausblick hier oben auf die Dünen, jetzt ein bisschen versperrt hier durch die Bäume. Die aktuellen Wetterdaten. Jetzt im Moment schätze ich, ich habe kein Thermometer hier, aber 20 bis 22 Grad. Höchstwerte heute um die 28 Grad. Tiefstwerte waren es zwischen 15 und 16 Grad heute an der Hauswand. 7.37 Uhr der Sonnenaufgang und um 20.27 Uhr Sonnenuntergang. 10.44 Uhr ist Hochwasser und Niedrigwasser um 16.48 Uhr. Ja, von dieser Ecke hier, diese Apartments, da gibt es dann gratis dazu den schönen Sonnenaufgang hier in Playa de Ingles. Kann man sich gut vorstellen, wenn man hier oben auf der Terrasse steht, auf dem Balkon und dann den Blick hier rüber hat. Ja, die ersten gehen bereits ins Wasser. Hier die Anlage California, was auffällig ist, die meisten, nicht alle, aber die meisten haben ihre Balkone verglast. Ein paar Quadratmeter oder zwei Quadratmeter mehr Wohnraum, aber der Charme ist dadurch weg. Obwohl groß ist er nicht, der Balkon, aber Platz für einen kleinen Tisch und zwei Stühle allemal. Ja, das Wetter heute unterwegs, die Realität vielleicht am Strand. Aber das richtet sich nach Wetter und Windlage. Eigentlich hätte ich vor, mal drüber zu berichten, aber es ist ja kein Bericht, es ist ja nur eine Schlagzeile. Dass die Lokals, drei Lokale geschlossen sind am Sunset in Meloneras. Mit diesen Lokalen gab es Problem, lautstarke Musik. Und ja, angeblich hat man dann festgestellt, dass sie gar keine Lizenz haben oder gehabt haben. So, und hier geht es die Treppe nach unten, wer möchte. Der kann hier auf direkten Wege zum Strand gelangen. Und jetzt hat man, das ist der schönste Blick hier auf den Anexodos. Ja, schöner kann man nicht stehen und den Blick hier genießen. Naja, aber man sieht doch ganz schöne Wellen hier.
man jetzt mal die beiden Schwimmer da unten beobachtet, wie die dann doch bewegt werden durch die Wellen. So, jetzt hinüber der Blick nach San Agustin bis Richtung Bahia Feliz. Ja, dann den Rückweg wieder hier zur Haupt- oder zur Straße. Die Wassersportler da, das Gewerbe hier da betreiben, die sind auch jeden Tag immer auch vom Wetter abhängig. Und jetzt richten sie alles aus, Bojen, in die kleinen Inseln. Schön, einfach schön hier das zu genießen. So, ich nehme euch dann noch ein bisschen mit auf die Reise bis zum Hotel Tropical. Unsere Katze ist auch wieder hier. Die ist beschäftigt mit dem Putzen. Ja, weiter geht's. Der Ton ist etwas anderes. Durch das externe Mikro. Roca Verde auf der rechten Seite. So, hier vorne Corona Roja und das Europalace und dann nicht zu vergessen das Parque Tropical. So, hier ist auch wieder der Busbahnhof, der Knotenpunkt. Hier könnt ihr umsteigen oder eben Richtung Las Palmas weiterfahren, Telde. San Agustin.
einfach, unkompliziert, bequem und sicher. So, ein paar Meter noch und dann verabschiede ich mich. Jetzt ist es Zeit, um dieses Video zu beenden. Ich sage ganz einfach, hasta luego. Und bis zum nächsten Mal, Harry unterwegs oder Harry Spezial oder auch die Realität. Der Blick in die Berge, den haben wir jetzt hier. Auch schön klar zu sehen. Auch hier rüber die Autobahn. Und das war's dann auch. Hasta luego.